Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 in einer neuen Aufnahmesession und immer noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, obwohl es schon etwas her ist, immer noch in Mitleidenschaft gezogen wegen der jüngsten Geschehnisse in den letzten Folgen und immer noch denkt man sich, sollten wir die Zeit zurückdrehen? Wir können so viele Menschenleben retten. Hallo Kira. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Dieser Magier von der Insel, erzähl mir mehr von ihm. Standet ihr euch nahe? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so für mein Privatleben interessierst. Mich interessiert eher, ob ihr euch als Magieexperten zusammengetan habt. Auf dem Gebiet hatten wir nicht viel gemeinsam. Alexander war einer dieser nervösen Experimentierer, die nie genug Schlaf kriegen. Die Sorte, die der Meinung ist, dass ein einsamer Turm mit einem Satz Reagenzgläser und Destillierkolben das höchste Glück ist. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabelle, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Der Fluch ist aufgehoben. Die Insel ist wieder frei. Annabels Seele auch. Aber sie war leider eine Pest da. Graham ist tot. Und du hast es nicht bemerkt? Du wirst alt. Wie auch immer, die Reuseninsel ist vom Fluch befreit. Das zählt. Ich bin fast geneigt, gute Arbeit zu sagen. Na, so gut war die Arbeit jetzt allerdings nicht. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabelle sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Catriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Ja, gute Idee. Ciao. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre... Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Huch! Ist voll dankbar und schubst uns erstmal weg. Quest abgeschlossen, ein Turm voller Ratten. Allerdings... Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weideler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Aha. Und was ist das? Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe vergilt. Ja, wie denn genau? Sag doch mal eine Nummer. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln.
Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Wes? Doch treffen wir uns im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Ah, zur Reuseninsel also. Na, Glückwunsch. Ich würde gerne, bevor wir irgendwo hinreisen, würde ich gerne erstmal ein paar Sachen verkaufen. Das können wir offenbar auch bei unserer geschätzten My Lady. Ach nee, ich will nicht verkaufen, ich würde gerne erstmal das Schwert reparieren. Vielleicht sollte ich das erstmal tun. Inventar verkaufen müssen wir gar nicht. Also, nie wieder. Gesellenwaffenreparaturset, dann hauen wir da erstmal weiter raus. Zack. Das ist erstmal repariert. Und dann können wir theoretisch per Schnellreise, wenn wir hier irgendwo ein Schnellreisemobil finden. Laufplätze. Ach komm, wir reiten einfach hier zur Küste. Vielleicht haben wir da wieder ein Boot. Ich weiß es gar nicht. Mach langsam. Weiter so, Plätze. Hilfe. Hilfe. Plätze. Hier hoch. Genau, so machst du gut. Vielleicht sollte ich erstmal einen Pferdeführerschein machen. So. Ich folge einfach mal der gepunkteten Linie. Tolle Idee. Ist denn hier dann wieder ein Boot? Oder wird hier wieder alles bewacht? Hier ist, da war gerade ein Boot, aber das würde ich nicht mehr zwingend nehmen. Es sei denn, man möchte geradewegs nach unten fahren. Oder zur Hölle. Beides ist möglich. So, na komm. Was ist denn hier? Ach so. Hier ist wieder so ein Außenposten, glaube ich. So eine Nilfgaardische Garnison-Außenposten. Wir gehen mal... Pass mal auf. Ja, ette mit der Fahrradkette. Ich gehe mal ganz kurz hier zu diesem Ortsschild und dann springen wir mal da runter. Huch. Klappt ja wieder super heute. So, Schnellreise und damit können wir ja ganz easy das Wastrel-Anwesen. Aha, Wastrel-Anwesen. Ich sehe gar kein Anwesen, da sehe ich eine fette Brücke. Ist das hier das Wastrel-Anwesen? Ich glaube nicht. Wir sollen dahin. Hier ist allerdings erste Dingens. Ach Mann, ey, ich will... Ach, ich... Ja. Ich will die Dinge richtig stellen. Ja, dich kann ich auch mal richtig stellen, wenn du willst. Lass das! Aus! Oh, wie viel sind denn das? So, das waren alle. Ja, nehmen wir natürlich wieder alles mit. Wir können gar nichts mitnehmen, das war's auch schon. Echt, nur einer hat ein Häufchen hinterlassen, das ist aber armselig. Okay, wir reisen mal weiter ins Landesinnere. Wenn man laufen kann, geht's auch ein bisschen schneller, nicht wie letztes Mal. So. Hier sind noch ein paar Bötchen. Hier vibriert immer was. Wenn ich hier lang laufe, vibriert immer was. Auch letztes Mal schon. Ich frage mich, was das sein könnte. Und ich frage mich, ob die Bötchen hier, vier Bötchen, die sind bestimmt fürs Ahnenfest da. Und ich hoffe, wir werden jetzt nicht wieder irgendwas verkacken. Ich mache mir langsam echt Sorgen darum. Ich speichere mal eben. So viele Frauen. So viel Publikum. Hallo, Weidler. Ich komme bald wieder. Was? Mach mal Pause. Was? Kann ich irgendwas tun?
Ach, um Mitternacht, klar. Ich mach mal Pause. Ich mach mal eben Pause. Ich meditiere mal eben bis Mitternacht. Zack. Und dann beginnt das Ahnenfest. Oh. Ist es wohl eine flüchtige Qual, die der Tod uns holt? Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet, der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet? Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Was? Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das schaffen können. Ich weiß gar nicht, welches Level die Quest ist. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Das kann ja heiter werden. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, in der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommen sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Sie kommen. Die ihr wandert in dunkler Nacht, gefangen in der Welt seid ihr. Seht dieses Zeichen, sanft und schwach. Euch rufen Scheiße, wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Euch rufen wir! Hört den Geräusch! Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt um. Boah, schlecht. Das war eine ganz schlechte Nummer gerade. Ach du Scheiße. Und ich glaube, das war noch lange nicht alles. Hört ein Geräusch. Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer. Geist, komm heran zu uns ans Feuer. Geist, sprich. Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Wer bist du? Er weiß es. Der Weideler weiß es. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Wir haben ja eigentlich gelernt, dass wir uns nicht einmischen sollten. Wir haben gelernt, dass wir niemandem helfen sollten. Wir haben gelernt, dass wir nicht versuchen sollten, unser eigenes Maß an Gerechtigkeit an die Welt anzulegen. Aber es gibt vielleicht gewisse Traditionen, die gewahrt bleiben sollten. Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch! Und vertreibt die anderen. Gute Leute! Verlasst diesen Ort nicht! Ihr dürft den Kreis nicht brechen! Alles ist still, nirgends mehr Funken. Mann, ich wollte ausweichen. Ich
ist still. Nirgends mehr Funke. Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden kommen. Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige. Und der Weidler kann das Ritual beenden. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir, euch rufen wir. Kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen. Natürlich. Der heilige Boden ist blutbefleckt. Wir können das Ritual nicht beenden. Leute, rettet euch. Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist. Boah, Alter. Was das? Ach, alles ist verloren. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Toll. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. Eieieiei, was für ein Heckmeck. Alter Schwede, voller Schlachtfeld hier. Das hab ich nicht gewollt. Ich hoffe nur, es wird keine Konsequenzen haben. Es wird... Zeugen gibt es natürlich, dass wir gerade die Hexenjäger umgebracht haben. Aber sie ließen uns ja keine Wahl. Sie haben uns angegriffen. Insofern konnten wir nichts tun. So, hier. Erstmal alles reinigen hier. Naja, das mit dem Ritual hat ja leider nicht so gut geklappt. Schade. Und ich dachte mal, das Ahnenfest wäre so ein heiliges Fest und lalala und dann und so ein anerkanntes, aber naja. Finde mit Hilfe deiner Hexer sind die Leiche des Vaters. Das waren nicht die Hexersen. Okay. Ich presche erstmal nach vorne. Theoretisch sollte ich erstmal ganz kurz ein Ründchen ausruhen. Ich glaube, wir haben aber nur einen Trank verbraucht. Insofern werden wir das wahrscheinlich überleben, wenn ich es mal nicht tue. Da war wieder Honig. Theoretisch, vielleicht sollte ich den mal essen, weil von dem kriegen wir immer wieder was nachgeliefert. Natürlich. Na komm, ich speichere mal zwischendurch. Die scheinen sich hier aber alle über den ganzen Platz zu verteilen. Da haben wir schon gelootet. Hey! Oh.
Mehr müssen wir gerade nicht. Die anderen Ghoul sind mir relativ egal. Monsterschlachten bringt ja leider auch nur sehr wenig XP. Insofern lohnt sich das kaum, hier einfach nochmal dauernd alles abzurasieren. Und die respawnen immer. Insofern macht es auch keinen Sinn, weil wir versuchen, irgendwas zu bereinigen oder so, sonst irgendwas. Ach, in dem Sumpf. Oh nein, in dem Sumpf. Da will ich ja gar nicht mehr hin. Ich wollte verleugnen, dass es diesen Sumpf überhaupt gibt. Haben wir denn hier irgendwo mal ein Bötchen rumfliegen? Hier ist natürlich keines. Da ist natürlich auch keines. Da kommen wir überhaupt nicht weiter. Auf der anderen Seite waren irgendwie 4 Boote. Ich glaube, die sind aber alle weg, weil die Leute die Boote genommen haben. Muss es denn ausgerechnet hier sein, so ein Ritual? Da sind wieder diese Modder-Leute. Ich gehe mal ganz kurz zum Reiseschild. Dann gucken wir mal ganz kurz, wo wir hin müssen. Da ist es auch schon. Und wir kriegen gleich wieder Besuch von einem Ghoul wahrscheinlich. Natürlich. Hey, Ghouli! Müsste ich heute gerade ausweichen. So, diesmal war ich schneller. Hätte ich nicht ausweichen müssen. So. Und jetzt... Eieieiei, aktueller Standort des Spielers. Wir müssen wohin? Dahin. Oh, Waisendorf im Buckelsumpf. Ich will nicht. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. So was Doofes. Na gut. Hier ist alles still und verlassen. Na gut, wir rennen einfach mal quer durch den Sumpf. Wir müssen nur gucken. Die Mumen haben ihre Ohren ja überall. Ich weiß nicht genau. Ich habe das Gefühl, das war nicht das letzte Mal, dass wir mit denen zu tun kriegen. Ich glaube, da wird noch was kommen. Oh. Mist. Manchmal weicht man einfach zu viel aus. So. Okay, die haben wir. Da haben wir noch ein bisschen... Weißt du noch, wie wir am Anfang immer ertrunkenen Hörner haben wollten? Und jetzt können wir damit ein ganzes... einen ganzen Laden eröffnen. Wie viele Gehirne kann man eigentlich mit sich schleppen? Das muss doch langsam wabbeln in der Tasche. Von dieser aufgeblähten, von versunkenen... Vorne ist auch wieder irgendeine Hütte. Das, sowas zieht mich natürlich immer magisch an. Heda, Meister, huch. Bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Wer bist denn du? Leslav. Was macht er hier? Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Nanü? Dieses Monster. Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen, und das aus der Ferne, und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um, und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid, nachtaktiv. Der erste Angriff, weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr, als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht, aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen. Und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig. Brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend. Um jedoch beim Thema zu bleiben. Du hast wohl die Bekanntmachung in Niederwirr ausgehängt. Ja, das war ich. Gut, dass sie jemand gelesen hat. Ich habe einem Schreiber ein Dutzend Eier gezahlt dafür, dass er sie verfasst. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? 242. Dann mache ich mal 350. Mal gucken.
300. Ach, geht da gar nicht. 342 ist das Maximum. Gut, komm, guter Mann. Für 300 machen wir's. Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Naja, 290 ist aber auch schon... Was? Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? Willst du mich verarschen, Junge? 270. Tiefer kann ich nicht gehen. Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. So soll es sein. Na schön, Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Nach Süden, das Ding aus dem Sumpf. Machen wir jetzt oder gleich? Oh, guck mal, hier aufnehmen. Kleine Igni-Glyphe. Was haben wir denn da? Wieso bastelt der hier überhaupt eine Hütte zusammen, wenn hier in der Nähe gleich überall die ganze Scheiße am Dampfen ist? Bevor wir den Vater suchen, machen wir doch nochmal ganz kurz einen Hexerauftrag. Das mache ich mal. Das Ding aus dem Sumpf, Level 12. Was ist mit dem Vater? Nebenquest, das Ahnenfest, Stufe 7. Okay, das kriegen wir easy hin. Eingefallen unter Freunde. Achso, okay. Na gut, dann machen wir erstmal den Vater. Ich speichere aber erstmal wieder. Und wir haben da so ein paar aufgedunsene Kandidaten. Hey, Freunde! Die sich mit Begeisterung eingraben. Huch! Da flimmert's! Was ist denn hier los? Ob das gerade noch in der Aufnahme zu sehen war? Hat er gerade voll rumgeflimmert alles? Sah irgendwie cool aus, wie ein Special-Effekt. Und schon wieder. Das sieht aus wie ein Special-Effekt. Ich weiß aber nicht genau, ob das jetzt auch in der Aufnahme ist. Komisch. Ich glaube, das lag jetzt nur an den Moderhäuten. Ansonsten rein es heute nämlich ganz fantasterös. Das hier wird wahrscheinlich der Vater sein. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Ja, theoretisch schon, aber wir wissen ja, wie es läuft. Gut, machen wir mal klassische Methode. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Das war's? Das war's? Wieder so ein Modder-Cop. Ernsthaft, das war's schon? Kein Geist, der Rache schwört, keine Erscheinung, die uns in Stücke hauen will, kein gar nichts. Einfach nur flump und fertig. So, die Frage ist... Ich muss gleich mal Plätze holen, glaube ich, sonst laufen wir hier wahrscheinlich noch ein Weilchen. Er schon wieder. Weißt du was? Ich probiere es einfach mal. Warum nicht? Na gut, ich sehe gerade Argumente, warum nicht, aber ich würde gerne mal wissen, welches Level der hat. Oder überhaupt, wie der, Der Erdgenius. Ich erinnere mich, wir standen ihm schon mal gegenüber. Nichts, was man zwingend wiederholen müsste. So, wir werden uns später wiedersehen, kleiner Erdgenius. Wenn du keinen toten Schädel mehr an deiner Anzeige hast. Wo laufe ich denn überhaupt hin? Komm mal her, Plätze. Aus dem... Natürlich. Ja, natürlich, klar. So. Langsam. Wo kann ich denn hier lang, verdammt? Ich muss halt mal raus aus dem Sumpf.
So, hier ist wieder ein bisschen Trockenmasse. Und es gibt sogar einen Weg, den wir lang reiten können. Ganz hervorragend. Wir müssten eigentlich nur bis zum nächsten Ortsschild oder wir reiten jetzt den Punktweg einfach mal manuell ab, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit der Weidler entfernt ist. Lindental. Bin gestern zum Reisigsammeln in den Wald gegangen. Oh. Hast du nicht gehört, was der Jäger gesagt hat? Kommt nur alle dass herbei. Ich da ein Monster dem umtreibt? Sieger winkt ein Sack. Komm, komm, so langsam, langsam. Ein grauhaariger Typ wie du muss ja Erfahrung haben. Kämpfst du gegen Spannfischfresser? Guckst du so? Belästige uns arme Leute nicht länger. Huch. Pferd. Hallo? Sag mal, Pferd? Ich glaube, das Pferd will mitboxen. Kleiner Pisser. Plötze will grasen, okay. Ich weiß nicht genau, ob wir es schaffen. Ich bin diesen Boxkämpfen, habe ich noch nie gemacht. Ich bin da, glaube ich, auch nicht so gut drin. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Okay, probieren wir es mal. Wetteinsatz, ach komm, 35 ich reicht. Ich bin kampfbereit. Für den ersten Kampf. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem, Hammer. Oh oh, ich krieg aufs Maul. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Wir haben gelernt, kein Mitleid mehr zu haben. Wir haben gelernt, dass alles, was wir Gutes tun wollen, immer etwas Schlechtes mit sich bringt. Aber ich kann nicht aus meiner Haut. Gut, geht in Ordnung. Alter, ich sehe nichts. Du wirst es nie lernen. Oh. Okay, wir könnten ihn locker besiegen, ehrlich gesagt. Vielleicht soll ich nicht so viel blocken im Kampf. Ich blocke viel zu viel im Kampf. Das ist ja furchtbar. Ah, komm. Hau uns aufs Maul, Junge. Hat ein ganz schönes Pfund. Und ganz ehrlich, wenn der uns verarscht, dann lade ich nochmal. Dann hau ich den aus dem Pantalon, ganz ehrlich. Weil dann geht's mir echt langsam auf den Sack. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber Fischfresser hat den Hammer eingesackt. Danke, Hexer. Kleiner Pisser. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Ach, naja, wir müssten ja eigentlich gewinnen, aber... Versuchst du es noch einmal? Danke. Vielleicht ein andermal. Wir hätten den locker. So sieht's aus. Los. Nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Oh, warte mal, hier gibt's noch weitere Quests. Verdammt, ich muss noch mit dem Weidler reden. Aber ich höre eine Maiden in Nöten. Dolores, was ist denn los? Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrüpel verwehrt mir ein Dach über dem Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Aha.
Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender, ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück, habe ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Das kann passieren. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge, für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn es notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Der Fall des Hauses Rücker. Im Osten soll das sein. Ich konnte es aber gerade nicht aktivieren, ne? Ich kann jetzt nur mit dem Weidler reden gerade. Ich sehe hier allerlei interessante Häuser. Ihr geht es immer noch schlecht. Und sie hat Visionen. Wir sollten sie in die Sümpfe bringen, zu den Schwestern. Und wie soll ich die bezahlen? Seit Monaten haben wir nur Rindensud. Die Schwestern wollen kein Essen. Was denn? Das erfährst du schon. Kann ja den Schwestern mal ein Ohr leihen. Hallo, Bäuerin? Ist das hier das? Das wird's wohl nicht sein. Okay, ich schau mal ganz bei den Quests. Das ist wahrscheinlich eine Nebenquest, vermute ich mal. Das Ahnenfest, Fall des Hauses Rücker. Wenn wir schon mal da sind, finde das Anwesen. Geralds weitere Reise durch das ländliche Wedern führte ihn auch in ein Dorf namens Lindenthal. Dort traf er eine gramgebeugte alte Frau. Was war der Grund ihres Kummers? Sie war obdachlos. Ein Monster hatte in ihrem Familiensitz sein Nest gebaut und sie gezwungen, sich etwas zu mieten, bis sie sich das nicht mehr hatte leisten können. Nun bat sie Geralt, ihr Haus von der Bestie zu befreien. Zum Dank gab sie ihm ein kostbares Objekt. Den Schlüssel zu einer Truhe, in der sich angeblich all ihre Ersparnisse befanden. Geralt konnte seine Hilfe einer alten Dame in Not nicht verwehren, erst recht nicht, da sie ihn so stattlich entlohnen wollte. So beschloss er zu tun, worum sie ihn bat. Finde das Anwesen der Familie Rücker. Na, dann wollen wir mal. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit entfernt. Hä? Diese Punkte auf der Karte, die immer so random rumspringen. Jetzt schon wieder rumspringen. Manchmal vibriert das Medaillon, aber es ist nichts in der Nähe. Und jetzt wird die Kampfanzeige aktiviert, aber es ist nichts in der Nähe. Und schon wieder vibriert das Medaillon. Ah, vielleicht deswegen. Hilfe! Bei den Göttern, Hilfe! Das sind aber sehr teilnahmslose Ghouls. Hilfe! Bei den Göttern, Hilfe! Au, Bein eingeklemmt und karrt hier die Toten rum, der Gerd Borel. Die hätten mich bei lebendigem Leib aufgefressen. Die Leichen müssen sie angelockt haben. Danke, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Hab ich auch mal Glück. Glück? Die Lage könnte wohl schlimmer sein. Warst du in letzter Zeit infiziert? Schleppst du deshalb Leichen rum? Was? Nein, das ist meine Arbeit. Gut bezahlt. Aber du bist kein Hexer und kein Magier, also bist du nicht immun. Ich bin kein widerlicher Mutant. Den Göttern sei Dank, aber keine Sorge. Ich werde einfach nie krank. Da bin ich mir nicht so sicher. Wie ist das passiert? Mir war eine Achse gebrochen. Ich habe gerade nachgesehen, ob ich's richten kann. Und plötzlich Holz aus dem Wald.
Da geht meine Stute durch, als hätte sie schon den Wolf an der Flanke. Der Wagen kippt und rums fällt die Fracht auf mich. Dein Pferd ist weg? Ja, das Biest ist futsch. Typisch, wirklich. Wenn's nicht regnet, krieg ich eine Ladung Leichen ab. Wir sollten deinen Wagen verbrennen. Ich sollte mich auf den Weg machen. Ich frag mal vorsichtshalber. Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder falsch, aber... Du wirst einen neuen Wagen brauchen. Den hier musst du verbrennen. Gleich. Kann ich die Leute nicht schnell irgendwo eingraben? Man kann den Wagen noch reparieren. Wenn jemand erfährt, dass du damit solchen Opfer transportiert hast, wird dich nie wieder einer beauftragen. Aber warum sollte denn irgendwer... Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Und du wirst die Pocken meilenweit verteilen. Dann muss es wohl sein. Hast du irgendwas zum Anzünden? Na, das kriegen wir wohl hin. Hilf dem Mann, die Leichen zu verbrennen. Das wollte ich doch gerade machen. Das Ziel kannst du... Willst du mich verarschen? So. So was. Das brennt ja wie Zunder. Mann, das stinkt. Ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Danke für deine Hilfe und deinen guten Rat. Hier ist noch einer. Geh nach Hause, verbrenn die Kleider und schrubb dich gründlich. Sicher. Aber es ist wahr. Mir kann kein Pesthauch was anhaben. Das hoffe ich. Leb wohl. Mann, das stinkt vielleicht. So, jetzt interessiert mich mal ganz kurz. Die ist ja abgeschlossen. Wie ist die Quest? Jetzt würde ich mal ganz wissen, ob hier steht, was mit dem Typen passiert ist. Der Flüsterhügel. Gefahrgut, ein Turm voller Ratten. Ist das Gefahrgut gewesen? Ja. Auf einer von Velens matschigen Straßen traf Geralt auf eine unglückselige Gestalt, die unter ihrem Karren gefangen war. Der Mann hatte einen Unfall, als er die Leichen von solchen Opfern transportierte. Der Hexer entschloss sich, dem Manne zu helfen. Geralt half dem Mann dabei, den Karren wieder aufzurichten. Er riet ihm außerdem, alles zu verbrennen, was am Leib trug, und seinen Körper gründlich zu waschen. Doch der Mann schlug diesen klugen Ratschlag in den Wind und behauptete, dass keine Infektion ihm etwas anhaben könnte. Ich frage mich, ob wir später wieder auf Gerd Borel treffen. Erinnere mich mal dran. Sollen wir ihn später treffen? Erinnere mich mal dran, falls ich mich nicht mehr erinnere, wer das ist. Würde mich mal interessieren, ob der dann lebt oder tot ist oder was auch immer. Mehr als einen Ratschlag können wir ihm nicht geben. Selber verbrennen, weiß ich nicht. So. Ein Schiff nach Skellige will ich. Gab doch gar nicht. Ich will auch hier weiter erstmal Hexerauftrag. Nee, was war das? Nebenquests. Der Fall des Hauses Rücker. Genau, da waren wir gerade unterwegs. Wir sind unterwegs in einer Quest und kriegen mehrere Quests nebenbei. Toll. Dort oben waren wir ja schon mal, wenn ich mich recht entsinne. Wir waren gar nicht so lange her, waren wir hier in dieser Mühle. Warum also ist die Alte nicht in dieser Stadt? Warum in der anderen? Oder wurde die hier vertrieben? Das hier ist doch... Achso. Wohin führt uns denn der Weg? Meine Güte, wie weit entfernt wohnt denn die Alte? Die ist ja einfach mal 30 Tagesreisen entfernt von da, wo sie eigentlich wohnen sollte. Aua. Aua. Boah, man sieht den Weg auch zu Fuß kaum. Halt, hier ist eine Sackgasse. Ist irgendwas interessant? Oh ja. Was ist denn das? Ich finde das voll schön, dass die hier so viele interessante Kleinigkeiten eingebaut haben. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was das hier ist. Offenbar. Der hat gerade irgendwas umgebracht. Ich speichere mal eben.
Keine Ahnung, was das ist. Es ist der Borkenklaus. Gut, vielleicht lassen wir den Waldschrat einfach mal in Ruhe. Level 20. Das muss das sein. Das wird ich will nur mit dem Waldschrat nichts zu tun haben, ehrlich gesagt. Die anderen kriegen wir schon irgendwie hin, aber der Waldschrat ist mir ein bisschen... Da kommen gleich noch weitere, ich sehe es. Dort hinten sind sie fett am Abschweben. Der Fall des Hauses Rücker ist aktualisiert. Kehre zu Dolores zurück. Ja, das ist toll. Da können wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Nee, wir sollen ja erstmal den Schatz suchen. Das ist natürlich erstmal wichtig. Die Oma hat ja sicherlich ein paar Jahre Zeit. Die Straßen sind ja groß genug, da kann die erstmal wohnen. Am besten ziehen wir hier ein. Oh, wie kannst du nur sowas sagen? Ich habe gelernt, dass es schlecht ist, Gutes zu tun. So, hier ist ein Klo. Da können wir offenbar nicht rein. Wollte gerade eine Weißwurst legen, aber geht wohl nicht. Hier. Gut, ich vermute mal, da wird die Omi auch gut zu tun haben. Wenn sie wieder hierher zurückkommt, dann... Will die hier wirklich alleine wohnen? Auf diesem riesen Grundstück? Da geht's auch noch hoch. Alchemistische Paste, ein Meteoritenbarren, da liegt noch ein Seil, das wir nicht nehmen können. Ich gehe mal eben... Da war noch Korn, das nicht vergammelt ist, komischerweise. So, schauen wir mal da oben nach. Wundert mich, dass die Geister nur auf dem Hof waren. Und ich frage mich, wer die Geister waren. Von wem waren die Geister? Hier ist nichts verbrannt. Hier muss also... Irgendwer muss hier abgeschlachtet worden sein, dass sie hier rumgeflogen sind. Und hier oben sind mehrere Kerzen aufgestellt. Nichts. Hier ist noch mehr nichts. Hier ist eine ganze Ansammlung von nichts. Können wir denn noch weiter nach oben? Nee, da geht's nicht weiter. So, dann gehen wir erstmal... Wo ist denn die Tür? Calcium ist auch ganz wichtig für den Knochenbau. So, und jetzt gehen wir mal die ganzen... Irgendwo muss ja der Dingens sein. Irgendwo muss ja die Truhe sein. Hier ist ein Waschzuber. Hier ist eine ekelhaft vergammelte Kuh. Noch eine ekelhaft vergammelte Kuh. Hier ist gar nichts mehr. Wie will die Oma das denn alles hinkriegen? Die braucht doch hier auf jeden Fall Stalljungen oder sowas. Oder Stallburschen. Oder will die einfach nur ein Obdach und der Rest vergammelt fröhlich vor sich hin? Hier ist offenbar abgeschlossen. Wo ist denn nur der Schatz?
Was ist das da hinten? Ehrlich gesagt sieht es hier auch nicht so schön aus, möchte ich feststellen. Ich gehe mal ganz kurz gucken, in welche Gegend wir hier kommen. Es sieht ja nämlich so nach Krieg aus. Es sieht ja sehr nach Krieg aus, wenn möchte ich mal sagen. Na gut, wenn die Omi hier leben möchte, das ist natürlich ihr Ding. Ich halte mich da raus. Kann sie ja machen, wie sie fröhlich ist. Ich will nur noch den Schatz haben und dann ist gut. Dann können wir der Oma gerne Bescheid sagen. Da kann sie ja gerne einziehen. Der Rückerhof. Hat man einen Lehrer, die ist Rücker. 1000 Jahre her. Na, sieh mal eine an. Oh, da war eine Leiter. Egal. Gnomische Scherze haben wir schon. Da ist noch ein Buch, das wir nicht nutzen können. Da ist ein Bett. Ist hier vielleicht irgendwo eine Truhe? Amethystenstaub. Die Wunder Serikaniens haben wir auch schon gelesen, wenn ich mich recht entsinne. Hier kommen wir nämlich mal an nicht raus. Nein. Eine Truhe ist da auch nicht. Ich finde es aber cool, dass man in manche Häuser auf Umwegen rein kann, tatsächlich. So, da aufs Dach muss ich auch nicht. Eine Truhe. Huch. Hier waren wir ja schon drin, ne? Das ist ja wieder die Scheune. Da ist eh abgeschlossen, okay. Kommen wir vielleicht da oben rinnen? Nee, kommen wir nicht. Eingang. Ah, guck mal. Huch, aua. Keiner mehr hier gewesen. Das sieht hier sehr, sehr schräg aus. Sieht fast so aus, als wären wir hier nicht wirklich allein. Hier ist die Wandlose. Da können wir auch gleich mal gucken, ob dahinter der Schatz verborgen ist oder was ganz anderes. Ich sammle hier erstmal alles auf, dann gucken wir mal hinter der Wand. Da scheint noch irgendwas verborgen zu sein. Vielleicht hat die Oma irgendein Geheimnis und will deswegen auf den Bauernhof zurück. Aber der wurde bewacht von den ganzen Viechern. Vielleicht ist das ja gar keine arme alte Frau. Ich traue hier inzwischen niemandem mehr. Zu Recht. So, dann haben wir alles aufgehoben. Eine wählende Axt nehmen wir auch noch mit. Eine leere Flasche. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier durchkommen. Aber das machen wir natürlich erst wann? Das ist natürlich absolut richtig in der nächsten Folge. Denn wenn ich so auf meinen Chronometer schaue, dann sehe ich, wie schnell die Zeit verflogen ist. Und wir wollten ja eigentlich wollten wir für Kira Metz einen kleinen Gefallen erledigen, mal wieder. Und wollten irgendwelche Waren für sie abholen oder wie auch immer. Und dann kam plötzlich der Weidler, dann waren wir beim Weidler, dann waren wir beim Sumpf, kriegen da wieder einen weiteren Auftrag. Haben aber erstmal den Weidler-Auftrag zu Ende gemacht, sind dann irgendwie durch die Dörfer geritten, haben da wieder einen Auftrag von der Oma gekriegt, sind weitergeritten, haben da noch einen Auftrag gekriegt von dem Typ mit dem Karren, sind jetzt weitergeritten, haben den Hof irgendwie erkundet, hier geht's irgendwie immer noch mit Geheimnissen. Das Spiel ist so unfassbar riesig und groß und verzweigt und detailliert. Es ist einfach eine wahre Freude, wenn nicht manchmal Gutmütigkeit so nicht bestraft werden würde, sondern wirklich so, die Gutmütigkeit wird genommen und du wirst damit nicht bestraft, sondern richtig gehend verprügelt und bewusstlos geschlagen, bis du kotzt und dann deine eigene Kotze fressen musst, deine eigene Kotze der Gutmütigkeit und die dann wieder rauskotzt.
und dann wahrscheinlich wieder. Und es ist furchtbar. Es ist wirklich einfach furchtbar. Es ist, was das angeht, es ist furchtbar, aber es ist trotzdem so ein unfassbar gutes und detailliertes und riesiges Spiel, dass ich Angst habe, wie groß wohl unser Let's Play hier wird. Lassen wir uns mal überraschen. In der nächsten Folge jedenfalls gucken wir mal hier hinter die Wand. Entweder finden wir dort den Schatz oder wir finden irgendein Geheimnis, von dem Oma nicht wollte, dass wir es finden. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl.